Hi Danny, ich wollte sagen, ich kann leider nicht in deine Party. Ich wollte fragen, ob du in mein Spiel reinkommen kannst, sondern wir, Dings, wer ist das? Nicht in einer Party, sondern im Spielring. Ah, okay. Erstmal, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen back zu einem neuen Video hier in Black Ops 2. Und ja, das war die süßeste Sprachnachricht, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Er hat schon eine geschickt. Ich glaube, soll ich ihn einladen? Ich wollte heute eigentlich nur ein normales Frei für alle machen. Aber ich denke, ich werde mit ihm sogar ein 1 gegen 1 heute machen. Ja, ich denke, das werde ich tun, oder? Ja, ich denke, das werde ich tun. Mit ihm muss ich ein 1 gegen 1 machen. Der ist so niedlich. Das muss sein. Ich muss mit ihm das tun. Okay, ich versuche ihn erstmal einzuladen. Ich habe ihn jetzt eingeladen. Kommt er rein? Wieso kommt er nicht rein? Hallo, kommt er rein? Profil anzeigen. Zum Spiel. Ich kann sogar seiner Sitzung beitreten. Aber soll ich es tun? Ich weiß gar nicht. Danny Burnitch, ich kann leider nicht in deine Sitzung. Da steht, diese Sitzung ist nicht mehr verfügbar. Ich glaube, du kannst auch nicht in meine. Also, ich glaube, das geht nicht. Aber danke, dass du mich angenommen hast. Vielen Dank. Oh, okay, dann machen wir heute erstmal ein normales Live-Commentary. Das war richtig, richtig cute, ey, ohne Scheiß. Also ich glaube, das Problem ist, hier, wie heißt das? Gibt's das hier? Ah, genau, sein Nahtyp. Kennt ihr das? Den Nahtyp, das ist immer bei COD so ein Problem. Wie, wenn man nicht denselben Nahtyp hat, dann kann man nicht in ein Lobby. Ich würde gerne mit ihm spielen, der war so cute. Ich würde gerne mit ihm 1 gegen 1 machen. Ich hätte ihn gestört. Erstmal hätte ich so getan, als. Oder vielleicht hat er extra so gesprochen. Damit ich irgendwie schwäche oder sowas beim 1 gegen 1. Aber willkommen back bei einem neuen Live-Commentary. Und ja, heute werden wir ganz normal spielen erstmal. Und ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich wieder Single bin. Und ja, ich bin tatsächlich wieder Single. Es hat irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert. Aber es war jetzt keine schreckliche Trennung oder sowas. Ich verstehe auch gar nicht, wieso Trennung immer so. Ich meine, ich kann nicht verstehen, wenn man nach einer Trennung fertig ist. Dann haut mal rein. Kennt vielleicht einige von euch, wenn man irgendwie eine Trennung hinter sich hat und das alles so scheiße ist und man traurig ist, dass man eine Person verloren hat, die einem wichtig war und das Ganze. Aber mir ist das nicht so irgendwie. Also jetzt zum Beispiel war es so. Es war eigentlich sogar ganz gut, dass es dann so geendet ist. Also es ist ganz normal und gut geendet. Ist jetzt nicht mit Streit oder sowas geendet. Wow, ich bekomme hier die ganzen Kills, Baby. Vielen Dank. Vielen Dank, ist heute Weihnachten oder was? Das ist episch. Mama mia, das mag ich gerne, wenn ich so viele Kills bekomme. Hier ist einer, da hinten. Ich sehe ihn. Dahinter. Nein, ich wusste es. Oh, ich war gerade auf so einer Streak, da muss natürlich ein Sniper von oben kommen. Ich sehe schon, eine Nuklear zu bekommen wird extrem, extrem schwer sein. Vor allem in der heutigen Welt des COD-Seins. Keine Ahnung, was ich da rede. Ihr wisst, was ich meine. Hier, natürlich, hier spawnt immer einer. Was zum Teufel war das denn? Als hätte er mich jetzt gekillt. Dämlicher Sniper. Ich kann keine Sniper hier leiden, leider. Das ist leider die Wahrheit. Hier, ich bin hinter dir, du. Nein. Oh mein Gott. Nein! Wenn er die Waffe nur schneller. Guck mal, wie langsam er die Waffe wechselt. Was ist das? Er muss die Waffe extrem schnell wechseln. Was für ein dämlicher Soldat ist das? Feindliche Drohne nähert. Oh mein Gott. Ich hasse Sniper, die eine andere Waffe aufheben und so tun, als wären sie Sniper. Weil ich finde, Sniper sind immer ungefährlich. Und wenn ich dann sterbe, ticke ich halt noch mehr aus. Deswegen bin ich dann immer so sauer. Da läuft einer lang. Wo ist er? Wo ist er? Was, seht ihr, das meine ich. Was meine ich? Das meine ich ganz genau. Er soll mit der Sniper spielen. Wenn er schon so tut, als wäre ein Sniper. Und nicht irgendwie eine andere Waffe nehmen oder so. Nice. Da hinten ist einer. Ah, ich kann ihn nicht holen. Mein Aiming ist momentan noch zu schlecht. Ich muss wieder besser werden in COD. Deswegen, ja. Aber ich habe wieder mein altes Headset angeschlossen. Also, was heißt mein altes Headset? Normalerweise habe ich das eine Zeit lang so gemacht, dass ich mein Headset angeschlossen habe. An den Fernsehen. An den Fernseher, sagt man ja. An den Fernseher. Oh mein Gott, natürlich! Von wo kam der jetzt? Auf jeden Fall habe ich mein Headset an den Fernseher angeschlossen. Und mittlerweile ist es so, dass ich wieder mein normales Headset benutze, also mit dem optischen Eingang und sowas für die Xbox. Schaut euch mal die Details an. Was ist das? Oh mein Gott! Was? Ich habe den gar nicht gesehen! Ich habe ihn gar nicht gesehen. Aber jetzt ist es so, dass ich mit dem optischen Eingang und sowas mein Headset angeschlossen habe. Und jetzt kann ich auch reden, was viel besser ist. Das ist nämlich richtig episch. Und ich hab hier zwei Astro 50. Das eine ist mittlerweile schon so ein bisschen kaputt. Aber dieses hier, das geht vollkommen, das geht richtig gut. Und ich war bei dem anderen so richtig übersteuert.
So, also so richtig übersteuert das Mikrofon, war irgendwie kaputt, keine Ahnung. Das ist problematisch gerade, Leute. Mich nervt das mit den Texturen. Vor allem ihr seht das ja auch so, wisst ihr? Ich will, dass ihr was Schönes zu sehen hat und nicht so dämliche Texturen-Probleme. So, vielen Dank. Drohne ist immer gut im Fall, vor allem solange nicht alle mit Geist rumrennen. Ah, da muss man ja schon den Atem holen, wenn man dieses Spiel spielt. Und die Spucke sammelt sich so extrem im Mund irgendwie bei mir. Das ist komisch heute. Aber heute ist sowieso Sonntag. Heute ist so langweilig. Oh, da ist einer in der Lobby. Einen Moment. Vielleicht kann ich ja mit ihm reden. Moment. Hallo, hallo, hallo? Hallo? Hallo, hallo? 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 Ich dachte mir, ich mache gerade ein Video, deswegen dachte ich mir, ich mache mein Mikro an. Wie geht's? What? I'm doing a video and I thought about turning on my microphone to talk to you. Gut. Hi. Hi, what's going on, guy? What's up? Not good. Ganz gut? No, not good. Oh, not good, okay. you're so funny, man. The funniest person I've ever met, to be honest. Die feindliche Drohne nähert sich. Okay, das war ein Spaß. Ich werde erstmal mein Mikrofon ausschalten. Ich glaube, der dachte sich, holy shit, was ist mit dem schief? Kriegen wir den Kill, vielen Dank, da hinten ist noch einer. Nice, gesnipert ohne Sniper. Das kann auch nur Danny, das können nur die Beräsen Leute unter uns. Snipen ohne eine Sniper. Gott, der redet so laut, vielleicht soll ich seine Stimme... Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Hört ihr das? Der ist extrem laut irgendwie. Der Typ, der das spricht. Ich glaube, ich muss die Einstellung ein bisschen optimieren. Der Sound ist nämlich ein bisschen leiser, damit ihr die Stimmen mehr hört, wenn wir ein 1 gegen 1 machen. So, 21:15 momentan. Jesus, was ist das? Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Mein Live-Commentary ist momentan so richtig spontan irgendwie. Ich fange einfach so an, weil ich Lust habe irgendwie. So, vielen Dank für die Kills. Soll ich hier warten? Ich werfe mal ein C4. Ich will mal, dass jemand langläuft und mit C4 killen. Dann nicht. Dann verfolge ich ihn halt. Ein paar Leute sagen ja, die wollen ja Trolls sehen hier. Ihr habt den Troll. Guck mal. Hallo. Ey! What the fuck? Das ging nicht. Wie konnte er mich sehen? Ich weiß nicht, wer mich sehen konnte. Hey! Der hat ihm das durchgedreht. Holy fuck. Der hat das gesehen, er ist so auf Droge, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott, mein Herz, es brennt. Verdammt. Oh Mann. Das mit den Texturen nervt mich extrem. Also ich achte auf sowas sehr, sehr, sehr. Und mich nervt es. Okay. Der ist gerade vor mir gespawnt. Wie dämlich war das denn bitte? Boom! Haha! Ja, Mann! Das war mein erster Kill mit C4 so richtig. Okay, ich werde ihn mal provozieren. Ja, ich werde das Spiel gewinnen, ne? Ich werde das Spiel kurz gewinnen. Ist es okay für dich? Hallo? Hallo? Er will nicht reden. Wieso will er nicht reden? Vielleicht will er nicht ins Video, kann auch sein. Vielleicht kennt er mich ja. Man weiß es ja nicht. So. Oh oh. Hier spawnt einer. Ich werde mal ein C4 dahin. Bester Ort für ein C4. Ich glaube, ich werde so eine richtige Camper-Killcam machen. Nice, nice. So eine Killcam ist nice. Mal sehen. Da ist so ein Sniper. Oh. Mal sehen, ob er mich sieht. Hey. Ich werde mal. Hier habt ihr eure Trolls. Hier ist euer Troll. Oh mein Gott, er wurde vor meinem Gesicht gekillt. Dafür musst du sterben. Mann, du hast alles zerstört. Das hasse ich. Wieso lässt er ihn nicht am Leben? Oh mein Gott, er hat alles zerstört. Er hat die Killcam zerstört. Oh. Das war scheiße, das war sehr, sehr scheiße. Das war sehr, sehr scheiße. Aber nice, trotzdem, das war witzig. Das hat mir gefallen. Ich nehme meine Live-Commentaries immer mehr mit Humor. Es wird auch Live-Commentaries geben, wo ich mehr auf Score achte, aber meistens nehme ich es mit Humor, vor allem wenn es ein älteres COD ist. Beim nächsten COD werde ich allerdings versuchen, wirklich auf Score zu gehen, so wenig wie möglich zu sterben und nicht so eine Kacke zu machen. Aber manchmal mache ich mir einfach einen Spaß draus, weil ich einfach Lust drauf habe. Deswegen, ja.
Das war's für das Live-Commentary. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos zu sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Show. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönisch. Willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein Sniper-Duell.